Und einen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe gerade leider keine Videoidee, deswegen machen wir verrückte Sachen. Denn der gute John hat gemeint, es gibt ja Rakan Midlane. Warum nicht Malphite Midlane? Seine AP-Scalings wurden auch verbessert. Deswegen zocken wir heute Malphite Midlane. In Super Sick. Das Geheimnis dabei ist Meteor, Ultimative Head, Cooldown Reduction und Scorch. Na, wir wollen die Gegner mit dem Q nerven. Außerdem noch Presence of Mind für den Ult-Cooldown. Und wir wollen die Gegner natürlich last hitten. Und wir nennen die Kreation schon wieder Ult. Bumm. Das ist Motto, Leute. Play. Wir gehen natürlich Midlane. Im schlimmsten Fall müssen wir im Jungle. Mal gucken. Rock Solid. No! What is he doing? Was soll das? Doch einfach nur in den Game. Jetzt bin ich nicht in der Mitte. So, Leute, der Plan war eigentlich, Midlane zu gehen, den Gegner kaputt zu poken, permanent zu ulten und die Leute umzubringen. Jetzt sind wir im fucking Jungle. Mit Komet. Das ist sad. Aber das ist in Ordnung. Ja, dann Planänderung. Wir machen trotzdem mit Malphite krasses Cooldown-Bild. Das ist unser Ziel. Wir gehen ein bisschen AP-lastiger. Schwierige Kiste. Dummheit wurde gestraft. Ja! KS-Might! Ich laufe auf die Lanes und queue sie einfach down. Das ist ein epischer Start, ihr kleinen Kackmöwen. Wir nehmen trotzdem das Q für den Poke. Wunderbar. Das geht doch schon mal gut. Ab Level 6 beginnt dann der spannende Teil. Denn wir wollen ja mit Ultimative Head arbeiten. Ich muss schon aufpassen. Da war ein Ward. Jawohl. Hatte ich wenig Chance. Da hatte ich auch wenig Armor, habe ich auch das Gefühl gehabt. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Hätte ich nicht gedacht, dass er mich da so schnell hat. So, ich brauche noch ein Camp, dann bin ich Level 6 und dann rächen wir uns. Boah, ich wusste es. Oh. No, Mann! Ich hätte hier unten einfach easy Kills gehabt. Stattdessen muss ich mich ja mit der Midlane auseinandersetzen. Nie wieder Midlane-Gangs, Leute. Aber ich habe mein Ultimate Head gestackt. Ludens, aber auf Stundenglas können wir uns holen wegen den Armor werden. Also hier brauchen wir ein bisschen Armor, glaube ich. Ist nur eine Vermutung. Schuhe. Zack. She's gone. It's not enough. So, wie gesagt, wir müssen die Ult-Frequenz oben halten, Leute. Ulten ist jetzt das Wichtigste, was wir machen können. Scheiße. Ja, einfach ruf. Einfach nur ruf. Also die Flashes. Kann er nichts tun für dich, mein Buddy? Dann irgendwie doch nicht. Slow. Oh, da ist jemand super low. Ah, ich wurde nicht mal richtig gefeiert. Hast du das gesehen? Das ist voller AP. Wo ist der Set? Wer hat Früchte gegessen? Nice. Tschüss, hier kann ich dir leider nicht helfen. So. Ja, das ist ein bisschen. Toll. Ah, die. Oh. Oh, oh, oh. Oh, nee! Muss ich ja auch nicht sein. Ich komme jetzt hier von der Seite. So. Fertig. Damit natürlich auch die. Ah, das war doch kein gutes Ziel, ha? Wir nehmen die Stopwatch so, wie sie ist. So, mehr Ziele. Thema ist Perma-Ult. Du, 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 du.
Ist ja. Na, oh, du willst hier rüber? Ah, du bist crazy. Geplatzt. Malphite is beating your ass. Scheiße, die wollen doch nicht fighten, ne? Shit. Nein, ich hab eins, ich schwöre, ich hab eins gedrückt, ich schwöre, ich hab's gespammt. Ich hab so krass eins gedrückt. Mann, verdammte Axt. Aber wir müssen halt dagegen halten. So, der ist schon mal down. Der ist schon mal down. Double Kill. Das ist schon mal auch gut. Oh, Chain hat er einfach eiskalt deleted. Zack. Wunderbar. Also ich muss die Leute immer ulten. Dö. Oh, was mache ich? What am I doing mit meinem... Da! Egal, ich lasse die. Nein. Irgendwas stimmt da mit meinen Stundenlesern nicht. Ich muss es echt auf eine andere Taste legen oder so. So, also sie ist tot. Das war mein Ziel. Ah, den hat ich gerettet, ne? Aber sehr lame.